Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind heute mal wieder auf einer neuen Linie unterwegs, auf der wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht unterwegs waren, und zwar auf der Linie E82. Und zwar sind wir auch mit einem Bus unterwegs, mit dem wir bis jetzt noch nicht unterwegs waren, beziehungsweise nicht in der Form unterwegs waren, mit dem O530G, aber als Facelift-Variante. Und da ich dazu jetzt keinen Alheim und Laurenzbach, das ist übrigens die Map, die wir heute wieder mal bespielen, Repaint hatte, habe ich jetzt einfach mal das genommen, was da mitgeliefert wurde und was mir am besten gefiel, und das ist dieses Rot-Weiße. Es kann gut sein, dass mittlerweile schon ein Repaint für Alheim und Laurenzbach draußen ist, weiß ich nicht. Aber kann ich ja dann auch irgendwann nochmal nachliefern, beziehungsweise, ich weiß nicht, so wichtig ist es nicht. Ich finde das eigentlich ganz hübsch, und für all diejenigen, die ein anderes bewundern wollen, die haben ja hier noch den Kollegen, der das Stadtwerke Laurenzbach AG Repaint hat. So, wir starten unseren Bus. Kleine Bildstörung hier in dem Display und dann. Ja. Dann mit dem Reifen runter. Und dann schummeln wir uns hier einfach mal an dem Kollegen hier vorbei. Und schildern dann auch korrekt. Ich habe den Sound jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass, weil ich habe schon gehört, aber der Bus ist auch ziemlich leise. Also 02800. Musterfelder Markt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir fahren zum Schnartenberg, fahren wir. Oder starten wir da? Ne, wir fahren da hin. Wir müssen zum Schnartenberg schildern. Also 02 ausprobieren. Ne. 03. 04. Auch nicht. Aber Osterfelder Markt ist ja falsch. Wir können hier nochmal. Bernauer Platz. Bernauer Platz. Ich schalte mal alles durch, weil ich jetzt. Also das ist zum Beispiel schon falsch. 082. Vielleicht ist die Dings direkt falsch eingegeben, die. Route. Ich habe gerade kurz überlegt, woran das wohl liegen könnte. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Aber natürlich ist es mir aufgefallen. 08200 müssen wir nämlich schildern. Und dann die 02 vermutlich. Schnartenberg. Ja, doof. Doofer Fehler, der mir da unterlaufen ist. Aber kann ja mal passieren. So, Sie wollen einsteigen, nehme ich an. Warten Sie mal, bis ich die Türen geöffnet habe. Wir stellen erstmal die Zeit vor. Wir können ja, fast 20 Minuten, dann machen wir mal 3, 5, genau. Und dann schauen wir schon mal an, was wir hier alles noch für Einstellungen vornehmen können. 15 Grad ist vielleicht ein bisschen kalt im Bus. Genau. Aber so passt das auf jeden Fall schon. Ja, der Bus gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ich hoffe, euch auch. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen, ob hier noch jemand kommt oder nicht. Diese Werbung ist realistisch. Alkohol kennt dein Limit. Die hängt hier öfters. Vielleicht nicht so in dieser Form, also, aber die Kampagne kenne ich. Ich glaube, ich habe sogar ein Mauspad irgendwann mal von irgendwie so einer Aktion bekommen. Tja, Alkohol. Böser, böser Alkohol. Nee, ist ja schon vernünftig, dass man
darauf aufmerksam macht. Ich meine, es gibt ja viele auch, die irgendwie ihre Grenzen nicht kennen oder die schon in jungen Jahren zur Flasche greifen. Das ist ja dann vielleicht tatsächlich nicht so gut. So. Dann geht's los. Und, genau. Nächste Haltestelle, Neukamper Stieg. Und wen hören wir da wieder? Den Jaja. Man hat mir ja schon vorgeworfen, ich hätte den Jaja irgendwie rausgeschmissen bei den Ansagen. Und dann war ich selbst ein bisschen irritiert, weil ich nicht genau wusste, welche Linien er gesprochen hat und welche nicht. Aber diese Linie hat er hier offenbar gesprochen. Oh, was ist das denn jetzt hier? Mann, jetzt bin ich schon wieder an den Bordstein gekommen. Naja. So. Jetzt mal ordentlich Gas geben hier. Genau. Aber habe ich natürlich nicht gemacht. Der hat wohl nur einige Linien gesprochen. Aber ich finde die Ansagen nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde das gut. Kann er öfter machen. Aber ich denke mal, das kostet auch viel Zeit. Ich weiß nicht. Hallo. Hallo. So. Und dann fahren wir jetzt gleich rechts. Nächste Haltestelle, Gabelpunkt. Gabelpunkt, okay. Ah, nicht zu weit nicht weit genug ausgeholt. Ich bin jetzt, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, auch länger nicht mehr Gelenkbus gefahren. Also daran könnte es liegen. Aber ich habe in der Zwischenzeit was gesehen, was mich selbst auch irgendwie so ein bisschen ja sauer gemacht hat, weil ich das nicht erwartet hätte, beziehungsweise weil ich das sehr, sehr merkwürdig finde, diese Tendenz. Ja, ich habe die Haltestellenbremse noch drin. Und zwar gibt es wohl im Moment zwei Städte, bei denen einiges auf dem Spiel steht, was den Nahverkehr betrifft. Also es ist wohl so, dass irgendwelche Gesetze das vorschreiben, dass der öffentliche Nahverkehr ausgeschrieben wird. So, und das gibt es sicherlich schon länger, wird offenbar auch nie zum Problem. Aber jetzt ist es ein Problem, weil bei dieser Ausschreibung tritt wohl jetzt die Deutsche Bahn in den Vordergrund und hat sich überlegt, da bieten wir mit. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Nur diese Deutsche Bahn, die, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird sie, da halten wir offenbar nicht, Kaplanstraße erst. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann sie auf Zuschüsse, auf kommunale Zuschüsse verzichten. Das heißt, die Stadt muss nicht mehr so viel Geld abdrücken, ist also für die Stadt günstiger. Und so ein Angebot muss dann bevorzugt werden. Wie die das genau machen, weiß ich nicht, wieso die drauf verzichten können und die Stadtwerke, die das sonst machen, nicht drauf verzichten können. Keine Ahnung, aber irgendwo muss ja dann gespart werden, vermutlich am Lohn. Naja, wie dem auch sei, jetzt bekommt die Bahn also in diversen Städten vermutlich den Zuschlag oder hat teilweise auch schon bekommen. Und das Ende vom Lied ist, dass dann Stadtwerke, also die städtischen Busbetriebe, aufgelöst werden müssen. Das heißt, über 200 Mitarbeiter verlieren unter Umständen den Job. Das heißt, ein ganzer Fuhrpark muss aufgelöst werden und die Bahn, die will die Mitarbeiter nicht mal einstellen, sondern wenn, dann nur ein paar und wenn, dann nur zu ganz, ganz anderen Lohnbedingungen. Das heißt, ein richtig schlecht bezahlter Job. Und das, also das fand ich wirklich heftig, als ich das gehört habe.
Also es ist ja schön, dass die Bahn das irgendwie günstiger machen kann, aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung zu. Ich weiß, dass viele von euch ja irgendwie ja auch ein bisschen mehr im Busgewerbe drinstecken, ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Aber ich fand das schon ein starkes Stück. Müsst ihr euch mal vorstellen, so ein ganzer Fuhrpark soll aufgelöst werden. Alle Mitarbeiter auf die Straße setzen. Weil der Auftrag ausbleibt, weil die Linien auf einmal von der Bahn übernommen werden. Hallo. Das ist ein starkes Stück, finde ich. Sind da noch welche? Nee. Ach, die Map sieht immer wieder toll aus, finde ich, oder? Immerhin eine gute Sache hier. Nee, aber das fand ich wirklich... Ich kann euch auch, wenn ich das noch finde... Ich weiß nicht, ob ich das noch finde... Aber ich kann euch, wenn ihr wollt, auch mal den Beitrag, ich habe das glaube ich bei ZDF oder irgendwie sowas gesehen, unten verlinken, weil das fand ich echt eine ganz interessante Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geht, dass man das wirklich so städtische Betriebe, wie halt so... wie so Stadtwerke, die halt Busse haben, so einen Busfuhrpark haben, komplett aufgelöst werden können. Wusste ich nicht. Aber offenbar geht das. Passt. Stadtschloss, ist das hier das Stadtschloss? Ich sehe das immer so schlecht, weil der Himmel so... Nein. Aber da wird dann das Stadtschloss kommen. Das muss man mir verzeihen bei diesen E-Linien, ja. Boah, da kommen auch viele rein. Können alle vorne einsteigen. Ach so. Ah ja, ich habe die KI-Charaktere noch drin. Da war bei euch ja so geteilte Meinung. Das habe ich schon mitbekommen. Die einen fanden es ganz gut, glaube ich, aber vielleicht auch eine etwas größere Gruppe fand es nicht ganz so toll. Naja. Ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse es nochmal drin. So schlecht finde ich sie nämlich nicht. Und ja. Der Entwickler hat auch geschrieben, wenn er irgendwie, wenn ihr irgendwie Feedback habt, beziehungsweise er nimmt gerne alles an Feedback mit und verbessert den Mod dann dementsprechend. Also nutzt die Kommentare auch gerne, um nicht nur Kritik daran zu üben, sondern auch vielleicht Verbesserungsvorschläge. Vielleicht wird das ja umgesetzt, das weiß man ja nicht. Ah, oi, der fährt ja. Mensch, hat der seinen Führerschein wohl gewonnen, oder was? Unglaublich. So. Was ist das jetzt? Auf der Klippe da halten wir. Aber wieso funktioniert die letzte Tür nicht? Können wir die nicht automatisch öffnen lassen? Weil da werden die Leute jetzt wohl warten. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Ich habe mir wieder mal nicht die Taste belegt. Ich wollte es unbedingt machen. Das ist wirklich eine Sache, die habe ich nicht gemacht. Naja, gut, wir nutzen das Grün. Na gut, ist zu spät. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Weiser Spruch hier. Ist aus Ansgars Schlauer Sprüche-Sammlung hier.
wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Das ist einfach mal jetzt hier auch eine Aussage. Hallo. Ich wollte nur mal grüßen. So, fahren wir durchs Stadttor. Da sind wir letztes Mal, glaube ich, auch durchgefahren. Ja. Das sind wirklich schöne Stellen hier auf dieser Map. Bereich City Nord. Baustellenampel. Da hatte ich letztens eine ganz witzige Situation. Das muss ich mal kurz erzählen. Da bin ich nämlich, habe ich so eine kleine Radtour gemacht. Das habe ich eigentlich jetzt auch schon wieder viel zu lange nicht mehr gemacht. In letzter Zeit ist sowieso, wieso ist es eigentlich, bei mir ist es wieder richtig stressig geworden. Ich dachte, jetzt wird es nur noch entspannt, aber ist überhaupt nicht so. War wenig zu Hause und dann war ich jetzt in den letzten Tagen viel zu Hause, musste aber viel Kram machen. So nervigen Lernkram und sowas. Die letzte Etappe, boah. Jetzt wird's wirklich kompliziert. Naja, und da habe ich so eine kleine Radtour gemacht. Dann bin ich an eine vielbefahrene Kreuzung gekommen. Und diese Kreuzung, die hatte an zwei Fußgänger wegen Baustellenampeln. Wieso genau, weiß ich nicht. Aber hatte sie halt. Und da fehlten diese Ampeln, gingen für die Fußgänger nicht automatisch auf grün. Das heißt, man musste die freischalten quasi. Es gibt ja an manchen Ampeln solche Knöpfe, da kann man dann draufdrücken, dann wird die Ampel irgendwann grün. Gab es bei diesen zwei Wegen nicht. So, und das Problem war aber, diese Ampel funktionierte offensichtlich nur so. Das heißt, ich konnte nicht legal über grün gehen. Ich habe da 10 Minuten gewartet, da passierte nichts, da musste ich über rot. Tja, blöde Sache. Naja, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ich spiele OMSI 2, den Omnibus-Simulator, und hole dann vielleicht noch ein bisschen Verspätung wieder raus. Bis dahin sage ich, tschüss!